Wir machen kein SEO, gell? Herzlichen Dank fürs Kommen, dass ihr doch so zu später Stunde hier noch den Weg reingefunden habt. Podcasten, ich habe es genannt, ist Bloggen mit der Stimme. Wie gesagt, deswegen auch keine Folien. Wer von euch, wir sind eine nette, kleine, familiäre Runde, wer von euch, kennst du einen Podcast, hast du schon mal einen Podcast gehört? Also einfach Handzeichen. 3, 4, 5. Also haben wir 3 Leute, die nicht wissen, was ein Podcast ist. Cool. Kommen Sie nur rein. Also mein Ziel, was ich heute machen will, so im Rahmen von der WordCamp-Konferenz hier, ist, ich möchte zumindest einen von euch begeistern dafür, dass ihr überlegt, vielleicht wäre Podcasting das richtige Thema für euch. So Podcast für die 3 Personen, die noch nicht wissen, was es ist. Ich beschreibe Podcasting immer oder Podcast so Radio auf Abruf. Also es ist im Endeffekt eine Radiosendung, die man nicht zu einem festgelegten Sendezeitpunkt anhören kann, sondern du kannst dich frei entscheiden, ich will Podcast XY runterladen, dazu gibt es für jedes Smartphone eine App, klickst du drauf, abonnieren und dann kannst du im Endeffekt selber entscheiden, wann willst du diesen Podcast hören. Mal so ganz, was ich mir überlegt habe für heute, so den kurzen Überblick. Ich erzähle euch kurz was über mich, dann machen wir so eine Einführung, was kannst du mit einem Podcast vielleicht erreichen, immer mit dem Hintergedanken, vielleicht willst du einen Podcast starten. Dann, wie kannst du, denke ich, Hörer vielleicht einfacher erreichen, nebenbei erreichen, jetzt nicht unbedingt so aufgeblasen wie ein YouTube-Video, nicht unbedingt so anspruchsvoll wie ein Text, dass man wirklich dabei bleiben muss, sondern Podcasts, ich halte es als ideales Medium für nebenbei. Also ich höre Podcasts lieben gerne beim S-Bahnfahren, beim Autofahren, bei mir laufen eigentlich im Ohr dauernd Podcasts. Dann möchte ich die WordPress-Plugins vorstellen. Also ich arbeite mit einem, ein anderes habe ich so unter Beobachtung, wo ich vielleicht umsteigen werde. Dann werde ich ein bisschen was zu meiner Arbeitsweise erzählen, wie ich Podcasts erstelle, was ich so in den letzten 138 Wochen übers Podcasten gelernt habe. Also ich habe einen Podcast, da ist jetzt letzte Woche die 137. Folge rausgekommen. Da habe ich ein bisschen was mitgenommen, wo man sich einfach das Leben viel einfacher machen kann. Und dann auch vielleicht ein bisschen, wenn es euch interessiert, Strategien zum Geldverdienen, was so machen kann, um einfach Hörer zu binden und vielleicht auch den ein oder anderen Euro zu verdienen. Da wir so eine kleine Runde sind, also mein Angebot, stell mir einfach eine Frage, wenn du zwischendurch, wenn ich irgendwas überspringe, wenn ich zu schnell bin, quatsch einfach rein. Ich glaube, das habe ich so in den letzten Vorträgen, jetzt in den letzten 2 Tagen mitgenommen. Ich mache das lieber ein bisschen flexibler, als dass ich jetzt hier 45 Minuten Frontalunterricht mache, auch wenn wir irgendwo in dieser Universitätsumgebung sind. Also was kannst du mit einem Podcast erreichen? Für mich ist da immer so, dass ich habe da 2 Beispiele im Kopf, wo mir das ganz deutlich wird, wie nah ich eigentlich meinen Hörern bin. Ich habe einmal ich glaube, das war so ein Jahr lang, nachdem ich mit dem Hausschuh-Podcast hier angefangen habe, hat mir ein Hörer aus Australien ein Selfie geschickt. Also ich habe die Hörer aufgerufen, so von wegen, hey, schick mir doch bitte einfach ein Selfie von dir. Wo hörst du mich, wo hörst du meinen Podcast? Und da hat sich einer gemeldet, Phil aus Australien. Das ist ein Deutscher, der dahin ausgewandert ist. Und das war von einem riesengroßen Bagger runter fotografiert. Also da hast du eine Schaufel gesehen, die war so riesengroß. Der arbeitet in einem Tagebauwerk da unten und hat im Endeffekt seinen Arbeitsplatz, also diesen riesen Monster-Truck fotografiert, mit einer Perspektive so bis zum Horizont irgendwo, bloß irgendwelche Bagger, die irgendwelche Erze oder irgendwas abbauen. Und da haben wir gesagt, was bewegt den, mir irgendwie so seinen Arbeitsplatz zu präsentieren? Also ich fand es beeindruckend, dass der sich überhaupt mit so einem Foto gemeldet hat. Dann
Das war jetzt letztes Silvester, hat mir jemand aus Dänemark ein Foto geschickt, ein Selfie wieder. Also da habe ich wieder, ich mache so zyklisch immer wieder Aufrufe. Und da hat sich jemand gemeldet, der war mit seiner Tochter unterwegs, die ist 9 Jahre alt. Und da schickt er mir irgendwie ein Bild, was irgendwie, das hätte er auch seiner Schwiegermutter schicken können oder vielleicht eher der Mutter von dem Kind, aber irgendwie nicht einem Fremden. Also wir sind uns nie vorher begegnet. Und dann schickt er mir irgendwelche so familiären Urlaubsfotos. Er wollte das dann auch, dass ich das, ich habe so eine Seite angelegt mit Hörerfotos, wo ich halt auch ganz gezielt diese Fotos auch gerne veröffentliche. Da sind Leute dabei, hören mich beim Fahrradfahren, und der hat sich halt gemeldet mit diesem Foto von seiner Tochter, und ich habe ihn dann bloß gefragt, sag mal, willst du wirklich ernsthaft das Bild von deiner 9-jährigen Tochter, dass ich das ins Internet stelle? Frag sie lieber mal. Also ich kenne es aus eigener Erfahrung, unsere Tochter, die ist, obwohl sie es bei mir als Vorbild sieht, weil ich alles ins Netz poste, ist die da eher zurückhaltend. Und da kam dann auch innerhalb von einer Viertelstunde sofort die Antwort, nee, er hat sie gefragt und sie möchte es nicht. Und ich will damit mit diesem Beispiel bloß demonstrieren, man baut als Podcaster eine irrsinnsintensive Beziehung zu seinen Hörern auf. Ich glaube, das erreicht man nicht mit YouTube-Videos. Vielleicht geht es in die Richtung, wenn man da manche Ticks von den Leuten eventuell noch besser kennt. Schreiben ist ein ähnliches Ding. Wenn jemand gut schreiben kann, dann bestimmt auch. Aber was ich beim Podcasting so faszinierend finde, Wissenschaftler beschreiben das als parasoziale Interaktion. Also dass mir wirklich manche fremde Leute, die ich noch nie gesehen, noch nie getroffen, mit denen noch nie ein Wort gewechselt habe, von meiner Seite aus, also von ihrer Seite aus, von meiner Seite natürlich schon, weil ich die jede Woche mit diesem Podcast erreiche, die behandeln mich wie ein Familienmitglied. Also ich bin denen extrem, so, das ist so eine gefühlte Nähe. Ich kenne das von den Podcastern auch, von den Podcasts, die ich höre. Da sind manche Leute dabei, denen höre ich schon 4 Jahre zu. Und da war es vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich den auf einer Softwareentwicklerkonferenz getroffen, Dan und Ian. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kenne die Typen. Also weil ich einfach denen schon 4 Jahre zuhöre. Die erzählen über ihre Höhen und Tiefen, über ihr Leben, was die privat machen, dass sie Autorennen fahren. Das war ein ganz anderer Kommunikationsstart. Das finde ich irre. Deswegen reite ich so drauf rum. Das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal von einem Podcast. Zu mir, wie ich dazu gekommen bin, ich bin im Herzen Disc-Jockey. Also ich lege leidenschaftlich gern in Diskotheken, in Clubs auf, manchmal auch bei Privatpartys. Und da war für mich natürlich so als Audio-Freak, jemand, der sich mit Audiotechnik, mit Musik beschäftigt, ich hatte so, als ich das erste Mal mit Podcasts in Berührung gekommen bin, immer den Hintergedanken, irgendwann mache ich einen Podcast mit Musik. Da gibt es in Deutschland ein bisschen rechtliche Rahmenbedingungen, so, die man einhalten muss mit GEMA-Bestimmungen. Ich habe mich dann da schlau gemacht, habe bei der GEMA nachgefragt, habe natürlich keine Antwort bekommen. Bitte? Die können lieben gerne kassieren. Also ist auch für Podcast mit Musik, ich zahle da irgendwie 30 Euro im Monat, dafür kann ich 30 Titel verwenden, gebe ich denen mit Kusshand. Also dadurch, dass die einfach diese ganze rechtliche Geschichte für mich klären. Ja. Aber gut, also so bin ich dazugekommen. Ursprünglich Podcasts habe ich entdeckt. Ein Freund von mir hat mir damals die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris als Hörbuch geschenkt. Und da, ich glaube, diese CDs, die habe ich gefressen und 20, 30 Mal gehört. Irgendwann konnte ich sie mitsprechen. Und habe dann halt so Anschlussinformationen gesucht. Und ich habe jetzt schon Dan und Ian erwähnt. Die machen einen Podcast, der nennt sich Tropical MBA. Geht so ein bisschen um Lifestyle-Design. Im Endeffekt das, was Tim Ferriss auch angerissen hat. Dann habe ich einen Podcaster aus Amerika entdeckt namens Pat Flynn. Die Podcast von dem habe ich gefressen. Und dann gab es einen Moment, da habe ich was über Suchmaschinenoptimierung für iTunes, für Podcasts gehört. Und das war für mich dann so nach einem Jahr nur zuhören und im Hinterkopf immer haben, starte irgendwann einen Podcast, dieser SEO-Tipp, der war für mich dann der Auslöser. Ich habe mich dann bei der GEMA angemeldet, ich habe dann gezahlt und
innerhalb von 2 Wochen einfach alte Mixtapes von mir genommen und damit 3 Folgen gestartet. Und das war jetzt vor 138 Wochen, deswegen bin ich jetzt bei Folge 137 mit Hausschuh angekommen. Ja, warum ausgerechnet ein Podcast und nicht YouTube und vielleicht nicht Bloggen oder als Ergänzung zum Bloggen? Podcasts, das sehen wir hier, die Zielgruppe ist relativ klein. Es gibt noch, glaube ich, relativ wenige Hörer. Es gibt aber auch viel weniger Anbieter. Das heißt, im Podcast-Umfeld gibt es viel weniger Konkurrenz. Ich habe mit einem Kollegen einen, nenne ich Interview-Podcast, aber so ein, ich möchte es auch nicht Selbsthilfegruppe für Hochzeits-DJs nennen, aber wir geben da... Ein blöder Scherz. Nee, ich möchte mich meiner Hörer nicht runterspielen. Da geben wir Online-Marketing-Tipps an Hochzeits-DJs weiter. Das sind also Mike und ich, die das machen. Ja, wir erzählen im Endeffekt unsere Tipps. Was machen wir mit Google-Anzeigen? Was machen wir? Wir hatten heute früh ja den Vortrag von den Rechtsanwälten über Impressumspflicht. Lauter so dieses ganze Drumherum überhaupt. Wie vermarktest du dich als Hochzeits-Disc-Jockey? Und da haben wir eben mittlerweile den Effekt, wenn jemand von euch ein iPhone hat, such mal im App Store nach Hochzeit, da taucht unser Podcast auf. Also das möchte ich einfach sagen, diese Suchmaschinenoptimierung, die Konkurrenz ist da noch viel geringer. Ich glaube, da hat man einfach noch viel bessere Chancen als YouTuber oder Blogger. Ich schreibe selbst einen Blog über DJ-Tipps und da konkurriere ich mit Verlagen, mit großen Verlagen, mit Marketingbudget und die machen so und blasen mich weg. Und das ist bei Podcasts noch nicht so. Ich habe es angesprochen, es gibt weniger Hörer. Ich hoffe schwer drauf, dass sich das dieses Jahr ändert. Google hat da so in die ersten Weichen gestellt. Podcasts werden ja immer mit Vorurteil irgendwie, dass das nur mit iTunes funktioniert, dass das mit der Podcast-App funktioniert, dass das irgendwie alles an Apple-Geräte gebunden ist. Stimmt so nicht ganz, bei Android-Geräten ist es ein bisschen schwieriger. Allerdings, Google stellt da mit Android die Weichen mit Google Play Music. Meine Freundin hat mir eine Statistik gezeigt, dass 78% der Smartphone-Nutzer in Deutschland Android-Geräte benutzen. Ich habe mir dann gedacht, okay, deswegen habe ich nur 2.500 Hörer, weil mich der Rest einfach nicht findet. Aber ich glaube, in dem Moment, wo Google das umstellen wird, warten praktisch noch diese knapp 80% an Hörern, an Smartphone-Nutzern in Deutschland, die werden diese Welt der Podcasts überhaupt erst entdecken, weil das dann in Google Play Store im Endeffekt, also ich hoffe drauf, dass da eine einfache Möglichkeit geschaffen wird, dass jeder genauso wie bei iTunes einfach draufklicken kann, abonnieren und das Ding macht alles automatisch. Jetzt ist natürlich ein Podcast nicht unbedingt für alles geeignet. Ich habe versucht, diese Bilder, die Hörerfotos relativ ausführlich zu beschreiben. Einfach auch, um dir so ein Gefühl zu geben, was musst du in Audio vielleicht anders machen. Ich glaube auch nicht, dass Podcasts unbedingt für jedes Thema geeignet sind. Also wenn, ich kenne so, ich muss wieder beim Discjockey bleiben, ich kenne super Scratch-Anleitungen, per YouTube-Video. Das ist bombastisch gut. Ich glaube, das ist das beste Medium dafür, weil man einfach das viel schneller zeigen kann, als in Worte zu fassen, so wie ich jetzt hier rumstammeln muss, um überhaupt Scratchen irgendwie so ansatzweise mit der Gestik noch versuchen nachzumachen. Das geht in Audio, also nur Audio, wenn man nur eine Stimme im Kopf hat, ein bisschen schwieriger. Muss aber nicht heißen, dass nicht unbedingt Podcasts unbedingt nur auf Audioformat beschränkt sind. Wir haben ein ziemlich prominentes Beispiel in Deutschland. Angela Merkel, das ist, glaube ich, nach wie vor die einzige Kanzlerin, Staatsoberhaupt, die einen Videopodcast veröffentlicht. Also von Angela Merkel, die veröffentlicht im Endeffekt jeden Freitag kommen die raus, eine neue Folge von ihrem Videopodcast. Soweit irgendwelche Fragen. Was ist ein Podcast? Soll ich irgendwo einhaken, nachhaken? Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wie
Das habe ich verschwiegen. Also Hausschuh, der Podcast ist, das ist ein DJ-Mix-Podcast. Da mache ich jede Woche 30 Minuten Musik. GEMA-Anforderungen haben da gesagt, dass ich über die Musik drüber sprechen muss. Einfach damit die niemand klauen kann. So bin ich dazugekommen. Dafür mache ich mir grobe Notizen. So, was ich sagen will, im Endeffekt steht es fest, ich habe meine Trackliste, mache dann noch so ein bisschen am Schluss Abmoderation, meistens mit noch einer Handlungsaufforderung. Anderes Beispiel vielleicht, DJ Kanzel habe ich mal ausprobiert, selber wirklich so einen Podcast zu machen, wo nur ich rede, so wie jetzt. Das ist der schwierigste Fall, weil ich dann nicht mal dich sehe und jemanden habe, der mit dem Kopf nickt, sondern da rede ich vor so ein Ding, vor so einen Plopschutz vom Mikrofon und halte irgendwelche schizophrenen Selbstgespräche, die dann veröffentlicht werden. Das ist mir sehr viel schwieriger gefallen, weil einfach dieses flüssige Reden, in dem Moment, wo ich mich verhaspel, also ich hätte jetzt dieses im Moment, wo ich zu schnell war, hätte ich, da wäre mein Perfektionismus irgendwie so angesprungen und das hätte ich nochmal aufgenommen und hätte es dann angeschnitten, macht die Sache unglaublich kompliziert. Also wenn du irgendwie so eine Begabung hast, frei zu reden, dann würde ich sagen, mach dir am besten ein paar Stichpunkte, über die du sprechen willst. Leg dir so eine grobe Struktur fest und sprich einfach drauf los. So im Endeffekt und stell dir am besten idealerweise noch jemanden vor, zu dem du sprichst. Okay, wir brauchen keine Beispiele nennen. Du musst bloß Hausschuh, nimm die ersten 30 Folgen. Es ist eine Katastrophe. Also ich kann das Zeug heute selber nicht mehr anhören, weil da habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich habe es gewusst, dass man für Vorträge, um Gottes Willen, schreibt nicht jeden Satz auf. Ich habe viel mit Lampenfieber zu kämpfen gehabt und es kam genau aus der Ecke, alles wortwörtlich aufzuschreiben. Jedes M, jedes irgendein Gestammel, nicht, macht man so nicht und sei da perfektionistisch und ich glaube Blödsinn, also laber so drauf los, wie du sprichst. Deswegen komme ich jetzt noch auf den Hochzeits-DJ-Podcast, da ist es viel einfacher, da mache ich es mit einem Co-Host, also einem Co-Moderator und das ist einfach eine persönliche Unterhaltung, wir unterhalten uns über Skype. Und das ist einfach ein natürlicher Gesprächsfluss. Also wir legen uns da auch relativ strenge ist vielleicht das falsche Wort, aber so ausführliche Notizen über manche Themen, über die wir sprechen wollen. Manchmal ist es ausführlicher, manchmal weniger, je nachdem wie sowas wie Impressumspflicht, da wollen wir einfach manche Sachen einfach nicht auslassen. Deswegen sind die Notizen da ausführlicher. Wenn wir über Musikwünsche reden oder Musiktipps, die wir weitergeben, dann 5 Minuten, lass es laufen und da reden wir einfach. Also hilft dir das so? Ja. Sorry, er war vorher vor dir dran. Ja. So funktioniert im Endeffekt Hausschuh auch, ja. Okay. Ja. Dann springen wir doch einfach vor, was ist ein Podcast? Also ich glaube schon, dass du es abgrenzen kannst. Mach mir erst das, also das dauert ungefähr 5 Minuten, dann können wir so. Nee, dann mach erst die Anmerkung. Okay. Also ich hab mir für die Podcast-Definition, da habe ich mir was überlegt, weil das ist auch immer so, ja, wie grenzt es ab? Wie ich einen Podcast definieren will, würde außer der kurzen Erklärung irgendwo Radio auf Abruf, sind Medieninhalte, die periodisch über ein RSS-Feed an die Rezipienten ausgeliefert werden. Ich schaue jetzt in die Runde, ich habe niemanden verwirrt.
Also, nein, garantiert nicht. Also das Wort Rezipienten muss ich da unbedingt reinbringen, weil ich studierter Medienwissenschaftler bin und das ist so, das ist im Endeffekt alles. Also es können Zuschauer, Zuhörer, Leser sein, im Endeffekt Leute, die deine Medieninhalte konsumieren. Ich glaube, die Abgrenzung zu einem Hörbuch würde ich an dem periodisch festmachen. Also ein Hörbuch, kannst du klar, ist im Endeffekt dasselbe Medium, ob du jetzt diese MP3-Datei von einem Hörbuch nimmst und die über iTunes, über einen RSS-Feed irgendwie auslieferst an deine Hörer, ist mal wurscht, aber was machst du mit so einem Hörbuch, dass du vielleicht in einzelne Kapitel unterteilst und dann über ein Jahr periodisch du veröffentlichst, jede Woche irgendwie ein Kapitel oder jeden Tag irgendwie ein Absatz oder ein Unterkapitel. Da ist, glaube ich, sind die Grenzen echt fließend. Weil ob jetzt ein Podcast auf Ewigkeiten laufen muss, ist die Frage, ich weiß es nicht. Gut. Okay. Jo, da haben wir, ich habe es in der Definition mit dem RSS-Feed schon angerissen. Also ein Podcast ist eigentlich nichts anderes als so eine Mediendatei, sagen wir mal einfach halber eine MP3-Datei. Und die wird in diese XML-Datei einfach, da wird ein Link reinkopiert irgendwie mit Plugins rein generiert, so als Metadaten zusammen mit dem Titel, einer Kurzbeschreibung, einer längeren Beschreibung. Und diese ganzen Infos, die landen eben in dieser XML-Datei und die wird dann per RSS einfach ausgeliefert. Also Podcast ist technisch gesehen eigentlich nichts anderes. Es ist kein Geheimnis. Jetzt, wer kennt RSS-Feeds noch so aus den Anfängen von den Blogger-Tagen? Da gab es so Reader, mit denen man sich im Endeffekt die Inhalte runterladen konnte und ohne dieses ganze Bildchen Zeugs drumherum irgendwie einfach lesen konnte. Podcast funktioniert ganz genauso. Das muss man auch nicht irgendwie von Hand machen, sondern da gibt es hübsche Plugins, die einem die Arbeit abnehmen. Ich persönlich verwende für alle drei Podcasts Blueberry, also so wie die Blaubeere, bloß ohne den Umlaut, also ohne das E geschrieben, Blue, B-R-R-Y, verwende ich relativ gerne, weil ich mich damit auskenne. Es gibt ein anderes, das nennt sich Podlove, das müsste, glaube ich, sogar deutschen Ursprungs sein. Da gibt es so eine ganze Community drum. Also Podlove ist bei mir immer so hängen geblieben, das ist mehr so ein ganzes Workflow-System. Also da hängt, wenn sich da jemand informieren will, sendegate.de. Ich schicke den Link auch gerne rum, also so die ganzen Infos. Du kannst mir einfach eine E-Mail schicken an thorsten@hausschuh.com. Da kann ich dir die ganzen Tools und so alles, was ich verwende, da als Link zu schicken. Blueberry und Podlove, das sind so die einzigen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Blueberry hat manche Schwächen, Podlove hat den Vorteil, man kann pro Folge mehrere Audio- oder mehrere Medienversionen angeben. Also ich kann meinen Podcast im FLAC-Format, im OGG-Format, im MP3, in allem Möglichen parallel angeben und die Nutzer können sich das selber aussuchen. Ich denke mir im Endeffekt, also für mich wäre es der Overkill, irgendwie so eine fertige Podcast-Folge noch in den ganzen anderen Medienformaten rauszupumpen, wäre für mich viel zu aufwendig. Ich setze da auf MP3, weil das, glaube ich, einfach die Masse an Playern einfach abspielen kann. Wie gesagt, Podlove ist mehr so eine Workflow-Umgebung, ich schaue jetzt nach. Das Ultraschall heißt da, also in dieser Sendegate-Podlove-Community, Ultraschall, das ist so eine komplette Aufnahmesoftware. Die haben da, glaube ich, so einen kompletten Workflow inklusive MP3-Generierung, irgendwie alles mit drin. Ich habe mir das mehr oder weniger zusammengestückelt aus Sachen einfach, die ich so zu Hause habe. Das wäre auch mein Tipp, also falls ich schon jemanden überzeugt habe, hier einen Podcast zu starten, fang einfach mit dem Zeug an, was du vielleicht schon zu Hause hast.
nochmal zurück zu den Medieninhalten. Das kann schwierig sein. Also ein so ein Vorteil von einem Vertrieb von den Medieninhalten als RSS-Feed und dann über diese Multiplikatoren wie iTunes, wie Stitcher Radio, da gibt es noch podcaster.de, podcasting.de, ist natürlich in dem Moment, wo ich eine Folge hochlade, wo ich die in WordPress so als Beitrag anlege mit einem Veröffentlichungstermin, den setze ich für Hausschirme auf 5 Uhr früh, einfach um iTunes ein bisschen Vorlauf zu geben, dass die den RSS-Feed dazu aktualisieren. Und so, dass es jeder auf seinem Arbeitsweg am Donnerstag früh anhören kann. Aber dann kommen wirklich um 6 Uhr, um 7 Uhr, schmeißen die Leute schmeißen ihr Telefon an und dann fängt die Podcast-App an, diese Podcasts runterzuladen. Eine Podcast-Folge so für eine halbe Stunde, weil ich die ein bisschen höher, also mit einer niedrigeren Kompression rausspiele, einfach um die Audioqualität hochzuhalten, ist bei mir 40 MB, knapp über 40 MB groß. Und jetzt stell dir vor, da kommen 800 Leute, die mehr oder weniger gleichzeitig alle diese 40 MB runterladen wollen. Das kann manche Webhoster so weit in die Bredouille bringen, dass im Endeffekt deine Webseite vom Netz geht, weil einfach zu viele Requests da ankommen. Deswegen, ich habe manche Podcasts auch schon, wo ich gewusst habe, da ist die Nachfrage nicht so groß. Da habe ich das auf dem Webserver gehostet, die Dateien selber. Mittlerweile, ich verwende für alle Podcasts einen separaten Hoster. Da gibt es mehrere. Ich habe mit Amazon Web Services rumexperimentiert, weil ich zu geizig war, ganz am Anfang diese 10, 15 Euro für so einen Spezial-Podcast-Hoster in die Hand zu nehmen, bis mich einfach der eigene Erfolg eingeholt hat und Amazon verlangt dann auch irgendwann für die Downloads 15 Euro und mehr und steigend und dann bin ich zurückgeschwenkt. Also es gibt Libsyn, ich persönlich benutze Podbean jetzt für alle Podcasts, weil die so eine Flatrate haben. Super gut, also da kann man auch Videos super toll hosten und die bieten auch noch eine Produktions-App an, wo man wirklich im Podcast, das wäre so dann dein Fall, einfach Mikrofon ans Handy anschließen. Du kannst diese App von Podbean starten und direkt den Podcast hochladen, wenn du gar nichts mehr schneiden willst. So wie ich Podcasts produziere, ich habe mich da hingetastet. Also ich bin jetzt selber nicht unbedingt der Typ, der gerne in ein Mikrofon spricht. Mag jetzt vielleicht nicht so aussehen, weil ich hier 3 Stück dran stecken habe. Aber das hat mir echt Überwindung gekostet und deswegen so die Erzählung, die ersten 30 Folgen von meinem ersten Podcast sind eine Katastrophe, weil ich war es auch nicht gewohnt. Also mir war das komplett neu, ich habe nicht gewusst, wie ich mit diesem Mikrofon umgehen soll. Soll ich da von der Seite, von frontal drauf sprechen? Ich wusste nicht, was ein Nahbesprechungseffekt ist. Ich hatte keinen Popfilter, der so diese Plosivlaute da irgendwie wegnimmt und habe das alles manuell dann in der Software nachgesteuert. Mein Tipp, fang einfach an. Vielleicht ist das Einfachste, Mike, mein Discjockey-Kollege, der benutzt heute noch sein Gamer-Headset aus seinen uralten Gaming-Zeiten. Die Dinger sind gar nicht schlecht. Also obwohl sie so für mich als Audiotechniker irgendwie das Horrorvorstellung, so ein Elektrik-Kondensatormikrofon, was einfach einen ganzen Raum aufnimmt und du hast einen Hall drin. Aber die Dinger sind echt gut. Also das hat mich erstaunt. Wir machen Hochzeits-DJ-Akademie. Morgen kommt die 21. Folge. Machen wir, seitdem spricht Mike in dieses Ding und ich halte es für gut. Also das ist, glaube ich, da mein Tipp. Fang mit den Mitteln an, die du vielleicht zu Hause irgendwo in der Wühlkiste drin hast. Besser werden kann man immer. Und da habe ich auch, ich habe mir so ein dynamisches Mikrofon, wo ich relativ nah hin muss. Kennen es im Endeffekt alle von den Sängern, Voice of Germany oder so. Mein Opa hat immer gesagt, die fressen ja die Mikrofone. Und das ist genau aber dieser Effekt, man muss mit einem dynamischen Mikrofon, das muss ich wirklich so halten. Dadurch habe ich keinen Raumhall, ich kann nahe herangehen, das Mikrofon klingt meistens wärmer, einfach. Das ist diese Mechanik, elektrische Dinger, die da passieren. Es klingt besser, es klingt angenehmer, man muss nicht so viel nachbearbeiten. Und trotzdem habe ich das Problem immer noch, dass da Raumhall drauf ist, ein bisschen.
Ich besuche einmal im Jahr eine Musikkonferenz in Miami und da habe ich das Problem gehabt mit Klimaanlagen. In Miami, selbst im Frühjahr, das ist immer so Ende März, das suchen die Klimaanlagen, das macht einen wahnsinnig. Also wenn ich da hingehe, ich verstehe es nicht. Dann hatte ich noch irgendwie Bauarbeiten neben dran und was ich da gemacht habe, ich habe einen Kleiderschrank umgebaut als Studio. Und ich habe auch schon Sänger gehört, die selber Musik produzieren, die wirklich CDs rausgebracht haben, die super erfolgreich sind. Und wenn die eine Gesangsaufnahme machen, die räumen ihren Kleiderschrank, also schieben das Zeug zur Seite, stellen das Mikrofon rein und singen im Kleiderschrank. Und das ist der Raum kleiner, der Raum halt ist kleiner und viel wichtiger, dieser Stoff, der da drin hängt, der frisst halt irgendwie das ganze Echo weg. Ja, das ist, glaube ich, Bastellösung auch immer besser als so. Also es gibt da auch Reflexionsabsorber für Mikrofone. Das sind so schwere Kästen, die man dahinter stellen kann. Bringt im Endeffekt genauso wenig. Und damit habe ich angefangen, aber das hat mich, Shure ist ein gutes Beispiel, also es ist das beste oder das bekannteste Gesangsmikrofon, hat auch diesen Nahbesprechungseffekt, benutzt im Endeffekt jeder Rockmusiker auf jeder Bühne weltweit. Shure SM58 ist der Standard auf jeder Bühne. Also ich benutze es nicht, weil mich die Vorverstärkung wahnsinnig gemacht hat. Also man muss, ich habe da... Da hatte mich Shure eher aufgehalten als weitergebracht. Ich hab da meine alten Discjockey-Mischpulte zusammengeschlossen und habe hier den Audiorekorder liegen. Damit habe ich das dann aufgenommen aus dem Mischpult mit der Vorverstärkung, der irgendwie das war eine Katastrophe. Also ich habe, glaube ich, 2 Wochen gebraucht, um da irgendwie einen vernünftigen Klang rauszubringen, der nicht gerauscht hat von der Aufnahme her. Und ich bin dann davon weggegangen. Was ich jetzt habe, ist ein ATR 2100 USB. Und das hat vom Sound her, soll so klingen wie ein Shure. Ich bin super zufrieden damit. Und das Coole ist, das Ding hat einen USB-Anschluss. Das heißt, ich kann es direkt in den Laptop rein. Ich brauche keinen Mischpult, gerade wenn ich unterwegs bin, irgendwie das... Ich stöpsel das Ding rein, schmeiß meine Recording-Software an und das Ding geht direkt per USB rein. ATR 2100, also 2100 USB. Wenn du es nicht findest, also in Deutschland werden die Dinger relativ teuer verkauft, dann geh zu Amazon.com also und bestell sie aus Amerika. Die Dinger kosten so knapp $60. Ich schwöre drauf, also ich habe noch nichts Besseres gefunden. Aber wenn du sagst, so die Großmembran-Mikrofone, ich kenne einen Podcaster, Carlos vom Delamar-Podcast, der verwendet so ein Großmembran, ein Neumann. Also das ist, glaube ich, das ist jetzt, nachdem ich es gehört habe und weiß, was es für Mikrofon ist, das ist mein Traummikrofon, weil der Klang, der ist einfach irre. Ja, klar. Ja, aber man hört es. Also deswegen langfristig würde ich auf sowas wechseln wollen. Da hast du natürlich ganz andere Probleme, wie gesagt, dass du deinen Raum halt und so in den Griff kriegen musst.
Da brauchst du eine Akustik. Geht im Schrank bestimmt auch, aber wenn es standesgemäß sein soll, ist es eine akustikoptimierte Garage, die möglichst klein ist. Und dann hast du so, hier hinten sind so Schallschluckelemente, oben die Decken sind gelocht. Also hier in dem Raum hast du auch schon viel Sachen, die einen Hall an geschickten Stellen reduzieren. Also da musst du dir ein bisschen Gedanken machen dann, ja. Nein. Wenn du doch die Musik noch kannst, die nicht GEMA. Deswegen, ich habe jetzt spontan Nein gesagt, aber jetzt habe ich mir von Rechtsanwälten abgeschaut. Nein, aber. Ja. Also was du machen musst, du musst natürlich die Verwertungsrechte klären. Das heißt, wenn du einen Musiker im Freundeskreis hast, der dir ein Intro schreibt und das für dich produziert und der dir sagt, am besten hoffentlich noch schriftlich gibt, so von wegen, hier, das darfst du verwenden, ich übertrage dir, ich weiß nicht, ob du das übertragen musst, aber ich gebe dir diese Verwertungsrechte an diesem Musikstück für deinen Podcast, für dein Intro, für dein Outro, als Hintergrundmusik, was auch immer, dann bist du da insofern auf der sicheren Seite, weil du diese Verwertungsrechte geklärt hast. Wenn da jetzt noch ein Plattenlabel mit reinkommt, wenn dieses Musikstück als Werktitel bei der GEMA angemeldet ist, dann wird es kompliziert. Also das habe ich mit Hausschuh gelernt, ich meine, da bin ich bewusst dieses Ding eingegangen, ich zahle im Endeffekt so eine Pauschale für die Verwertungsrechte. Wenn du einen Podcast machst, ich würde es dir nicht empfehlen. Was ich mit allen anderen Podcasts gemacht habe, ich bin auf, ich weiß nicht, ob es gemeinfreie Musik ist, aber ich bin auf Musik, ich habe mir die aus, YouTube hat da eine coole Bibliothek mit Soundschnipseln, die man rechtefrei, also verwerten darf, ohne die Rechte nochmal mit YouTube klären zu müssen, die übertragen die dir komplett, du darfst die in Videos verwenden, in Podcasts, in allem Möglichen. Ich glaube, wenn du es nicht verkaufst oder so, das fertige Produkt, dann ist für mich die perfekte Lösung. Wir haben die Intro-Musik für den Hochzeits-DJ-Podcast, die haben wir deshalb genau aus dem Grund von so einer freien Geschichte genommen. Es gibt auch viele GEMA-freie Sachen, wo du Musik kaufen kannst, wo du mit Künstlern auch in Kontakt treten kannst. Wichtig ist, dass du halt die Verwertungsrechte mit den Urhebern klärst. Hast du da was Spezielles im Kopf? Oder? Ja, also ich mache Yoga für Kletterer und für Glocken eben. Und ich habe jetzt auch überlegt, mehr auf das Thema Podcast zu gehen. Und wenn du dann, klar, Musik verwendest, habe ich mich jetzt gefragt, okay, dann kannst du es natürlich kaufen. Wir haben auch manche Stücke für Videos gekauft und danach geguckt. Aber ich hatte jetzt nicht ganz verstanden, ob man sich auch da schon einfach anmelden muss oder irgendwas in der GEMA machen muss, wenn du Also in dem Moment, wenn die diese Musik wirklich, wenn du die Rechte mit dem Urheber klärst und diese Musik darf halt nicht bei der GEMA angemeldet sein. Also diese Künstler müssen wirklich darauf achten, dass sie ihre Werke da die Verwertungsrechte nicht an die GEMA abgetreten haben. Sonst wird es kompliziert. Im Zweifelsfall frag lieber bei der GEMA nach, aber das ist auch nicht so. Dadurch, dass ich jetzt meine Lieder, die ich als Discjockey auflege, kaufe, habe ich nicht automatisch das Recht, diese Musik öffentlich aufzuführen. Also das musst du trennen, das kann kompliziert werden. Gerade wenn auch mehrere Urheber dann bei diesem Musikstück mitgewirkt haben, wenn dann eine Sängerin mit dabei ist. Also das. Immer auch, wenn man eine Royalty-Musik kauft, eine Mail hinschicken an den Autor,
Nee, du kannst bei der GEMA kannst du, die haben eine Online-Datenbank. Und da kannst du wirklich, ich würde es mit Interpret und Titel versuchen. Ich habe jetzt gehört, es muss nicht unbedingt heißen, wenn die sagen, nö, dass es wirklich nö ist, aber das gibt ja schon mal einen Anhaltspunkt. Gerne. Guter Punkt, das wäre jetzt mein letzter Punkt noch gewesen. Perfekt, danke fürs Stichwort. Ja, mach ich gleich. Es gibt super tolle Beispiele, schiele ich immer so auf dem US-amerikanischen Markt, die verdienen sich, glaube ich, dumm und dämlich. Also gerade so im Online-Marketing-Umfeld, da gibt es Beispiele, ich glaube, wenn die 100.000 Dollar am Tag verdienen, dann ist es noch untertrieben. Bei der Stufe bin ich noch nicht. Also womit du mit Podcasting Geld verdienen kannst, du hast ja erstmal eine Zielgruppe. Also erstmal geh mal einen Schritt zurück, du hast dein fertiges Audioprodukt. Wenn wir jetzt das Yoga-Beispiel nehmen, du könntest deine Yoga-Übungen, Yoga-Hintergrund, was auch immer, das könntest du ja auch direkt verkaufen an deine Kunden. Und das könntest du auch, es gibt auch Beispiele dafür, da könntest du einen Podcast direkt an deine Hörer verkaufen. Das musst du einfach bloß diesen RSS-Feed hinter einen passwortgeschützten Bereich legen, sodass nicht jeder drauf zukommt, und dann verkaufst du im Endeffekt den Zugang. Hat natürlich den Nachteil, dass du in dem Moment diesen Werbeeffekt von iTunes und so diesen großen Podcast-Multiplikatoren nicht unbedingt nutzen kannst. Außer du splittest es auf in einen kurzen Teaser und eine ausführliche Version, für die Leute bezahlen können. Also das wäre jetzt das Erste, was mir einfällt. Ich mache schnell die Liste durch, dann gerne. Das halt direkt verkaufen. Was ich auch schon oft gehört habe, ist Sponsoring. Da brauchst du einfach auch Masse an Hörern. Das ist wie ein Blog, wenn du Werbung draufschaltest. Im Endeffekt verkaufst du die Aufmerksamkeit von deinem Publikum. Habe ich noch nicht damit rumexperimentiert. Also da muss als Vorwarnung vielleicht noch, ich verdiene noch nicht wirklich das große Geld damit. Also alles, was ich kann dir Ideen geben, aber im Endeffekt, du kannst alles besser machen als ich. Gerne, und sag mir, was bei dir funktioniert. Was ich dann noch ausprobiert habe, also Sponsoring habe ich bisher die Finger davon gelassen, weil einfach selbst mit, ich möchte die Zahl nicht kleinreden, 2.500, wenn ich das jetzt so sage, klingt es vielleicht abwertend. Ich finde diese Zahl irre groß für 2.500 Leute, wenn dir jede Woche zuhören und drauf warten und dir Fotos schicken und so weiter. Aber da greift dann so ein Mechanismus von den üblichen Werbezeitenvermarktern von einem 1.000er Kontaktpreis und mit 40 Dollar oder was pro 1.000 Hörer. Ja, also das sind so Beträge, wo ich noch nicht sage, ja, dafür verkaufe ich mich nicht. Also da möchte ich einfach eine bessere Möglichkeit finden. Dann, womit ich rumexperimentiert habe, ist Crowdfunding. Es gibt eine spezielle Seite, die nennt sich Patreon, so wie Patron. Da können sich deine Hörer im Endeffekt anmelden und dir für jede veröffentlichte Folge Geld bezahlen. Also so ein Mini-Abo abschließen. Ich habe da einen Hörer, der macht das. Da bin ich echt dankbar ohne Ende. Der zahlt mir aber wirklich mit jeder Folge einen Dollar. Also kommt nicht alles bei mir an, weil Patreon auch seinen Cut abnimmt, aber ich warte gespannt auf, wenn sich da das Jahr Zweite anmeldet. Nee, soll überhaupt nicht. Ich meine, ja. Klar, ja. Also das ist auch wichtig. Also ich sage es nicht in jeder Folge, es gibt noch manche andere Sachen. So eine Handlungsaufforderung halte ich auch für ziemlich wichtig, dass du den Leuten einfach was gibst. Zum Beispiel habe ich jetzt ganz neu ausprobiert, um wieder aufs Geld verdienen, Merchandising. Ich habe jetzt angefangen, in der letzten Woche einfach auszuprobieren, wie würden T-Shirt-Verkäufe funktionieren. Das läuft so ganz gut an, hat die letzten 2 Jahre schleppend funktioniert, aber jetzt habe ich ein besseres Gefühl dabei. Was fällt mir noch ein? Affiliate-Marketing. Also wenn du im Endeffekt Amazon, also du hast irgendeinen Artikel,
so wie dieses Mikrofon. Das empfehle ich dir, habe ich sogar in der DJ-Kanzel gemacht, da habe ich dieses Mikrofon empfohlen. Und dann klickt jemand drauf und du kriegst im Endeffekt ein paar Cent Provision von Amazon. Das funktioniert relativ gut, das mache ich mit Hausschuh, habe ich da, das nennt sich HSP Club, also bei Hausschuh Podcast ist die Abkürzung, die ich verwende, HSP. Da gibt es echt zwischendurch Leute, die kaufen ganz bewusst, ich glaube auch Firmenlizenzen für Antivirensoftware, der kommt irgendwie alle paar Monate. Ist so mein Eindruck, dass es einfach die Leute darüber kommen. Das sind auch bloß, ja, kann mal weniger sein, mal mehr. Also das ist dann im Endeffekt, kommt auch auf die Reichweite drauf an. Habe ich jetzt noch was vergessen mit Geld verdienen? Affiliate Marketing. Ach so, klar, die wichtigsten. Da kommen wir wieder zurück auf so ein bisschen parasoziale Interaktion und dass du einfach mit deinem Podcast auch Vertrauen aufbaust. Das wird dir als Yoga-Lehrerin dann, da wirst du auch von profitieren können. Die Leute kennen dich, ja? Und wir machen das in der Hochzeits-DJ-Akademie so, da haben wir einen Kurs angeboten. Und in dem Moment, wo uns die Leute schon über 20 Stunden zuhören, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also manche finden uns grottenschlecht und die schalten uns ein und schalten uns sofort wieder aus. Und manche, da entwickeln sich auch so Freundschaften, Superfans, die da einfach folgen, die auch dann deine Kurse kaufen. Das wäre vielleicht eine Idee für dich auch einfach so Dienstleistungen anzubieten. Also da kannst du, glaube ich, über diese Positionierung auch einfach, wie kommst du rüber, wie nah bist du wirklich über diese Ohrstöpsel bei deinen Kunden im Ohr. Das ist für mich so dieser interessante Aspekt dabei einfach, auch so den Leuten so nah zu sein, wie sonst niemand anders. Also wer kann dir sonst schon ins Ohr flüstern? Eine Sache fällt mir noch ein, was ich auch ausprobiert habe, mit mäßigem Erfolg, was ich auch immer wiederhole, ist, ich habe ein E-Book veröffentlicht über, jetzt für Hausschuh, über Hausklassiker. Also da stelle ich so meine Favoriten an House-Music-Songs vor. Ich sage mäßiger Erfolg. Ich glaube, das wird dann auch von deinem Publikum einfach abhängen, wie affin sind die. Also da klickt halt doch der ein oder andere mal drauf. Der ein oder andere hat sogar das Buch schon gekauft, wo sie mir gesagt haben, ja, er hat zwar keinen Kindle-Reader, er hat mag Amazon nicht, aber er hat einfach dieses Buch gekauft, um mich zu unterstützen. Das war so dieses erste Produkt, mit dem ich das getestet habe. Jetzt schaue ich in die Runde. Ich glaube, wir sind schon knapp an der Grenze, oder? Also wenn keine Fragen mehr sind, ihr könnt gerne auch zu mir runterkommen. Ich gebe euch eine Visitenkarte, dann kann ich euch die ganzen Links schicken oder lasst mir eure E-Mail-Adresse hier. Gerne, wenn sonst noch Fragen, langt das so vom Geldverdienen? Okay, danke. Ansonsten...